Ja, herzlich willkommen zu unserer Tropico 5 Multiplayer-Runde, und zwar mit an Bord ist der Eisreiter. Hallo und recht herzlich willkommen, Balthasar. N. Ja, und ich grüße den Rest. Und er grüßt jetzt den Rest, genau. So, ja, wie gesagt, wir hatten ja eine Ankündigung schon, und zwar spielen wir gegeneinander und wir müssen versuchen, das Raumfahrtprogramm zu, ja, erforschen oder zu erfinden. Ja. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Genau. Jetzt muss ich mal hier irgendwas anklicken und dann kommt eine Stimme. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Ja, ich muss Ah. jetzt auch erstmal wieder gucken, wie das Wir brauchen war. mehr Also man muss Wissenschaftler, irgendwelche Ingenieure, Aufträge auch noch Dinge zusätzlich nachsehen, annehmen. Neues entdecken. Ah, Bibliothek, Täuschen genau. und... Der ärmste Unterhosenengpass So, hat den irgendwo Weg war zu auch noch seiner ins Majestät Baumenü stocken versteckt. gebracht. Wie soll... Eine Farm Lama, eine Lama-Farm soll ich bauen. Ah, ich habe schon wieder WASD in der Hand. Und da So, am Hafen ist auch Grüße, noch mein Lieber. einer. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter Handelsangebote, der wofür brauche ich Krone die kann denn? ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Handelsangebote. Oh, wir wollen das. Aber ich glaube, da habe ich jetzt kein Geld zu. Eine Handelslizenz kannst du kaufen. Das habe ich Okay. auch hier. Grüße, mein Lieber. Handelslizenz. Ich habe Wie war heute denn einen das wieder? guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Handelsfreischiff schalten, ein kostenloses. Ich glaube, am Anfang ist das wohl noch etwas zu teuer, denke ich mal. So viel Geld hat man ja nur auch nicht, ne? Nee, ich warte jetzt auch lieber mal. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich den einen Auftrag hier erledige. So, gucken wir, was haben wir überhaupt erstmal, ne? Habe ich eigentlich schon Baubüro? Ah ja, das hat Ja, man das von ist schon Stadt an. alles von Ja. Anfang da, genau. Ich wollte schon sagen, wieso bauen sie denn nichts? Okay, Plantage, schön. Kraftwerk spannen, So. abreißen, auch schön. Jo, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier was hinkriegen, ne? Ja. Gut. Nee, den wollte ich gar nicht, den Almanach. Gibt es da kein X, wo man das Fenster zumachen kann? Muss man das alles mit Escape machen? Wo bist denn drin? Unten in dem zweiten Briefmarker dieses Almanach. Aber Einmal egal welches Menü ich kann, es gibt kein X zum Schließen, oder? Doch, da unten rechts, jetzt habe ich es Doch, da gesehen. unten Alles rechts klar. ist es. Genau. So, weiter geht's. Oh, das ist auch schön. Wo ist denn jetzt der Pfeil zur Straße? Zeigt der hin? So, oder sollte der hin zeigen, ne? Ja, weil du musst, brauchst eine Straßenverbindung im Regelfall. Gut. Da sind noch so ein paar Hütten, die müssen weg eigentlich. Da brauchen wir also mehr Häuser, ne? Das wird meistens immer dann gebaut, entweder wenn der Weg zum Arbeitsplatz zu lang ist, so viel ich noch weiß, oder wenn es einfach zu wenig Wohnraum gibt, dann bauen die solche Slum-Hütten. Aha. Das muss man ein bisschen beachten. Schön, und wo soll man das hinbauen? So. Bauen sogar ihre Slumhütten bei mir hinterm Palast. Ja, da hätte ich sie ja gleich schon verjagt, ne? Okay, aber um den Palast ist ja nicht gerade viel Platz, wo man bauen kann, ne? Irgendwie habe ich hier so einen Kreis angedeutet, ne? Wo man bauen darf, ne? So, jetzt brauche ich noch. Gerade einen Nee. Fehler gemacht bei einer Auswahl. Ich hätte schon da. So.
So richtig schön farbig ist das jetzt nicht hier mit meinem einer Farm. Gut. Ja, sieht schon ganz schick aus eigentlich, ne? Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft. Oh Gott, jetzt ist irgend so eine Schwangere noch da unterwegs. Hm? Ich erkenne das Kind nicht an. Ach so. So einer von den Aufträgen, ne? Ja, ja. Bezahlen Sie Geld, damit alles ruhig bleibt, du glaubst mir. Wie richtig leben. Ah, ist nicht mein Kind, ganz klar. So. Ah. Okay, weiter geht's. Gucken, was wir noch bauen müssen. Jetzt habe ich die Farm gebaut, aber irgendwie ist die Aufgabe nicht erfüllt. Auch interessant, ne? Hast du eine Straßenverbindung? Weil das hätte ich nämlich beinahe gerade eben auch vergessen gehabt. Nee, Straßenverbindung ist auch da, aber muss da noch einer erst einziehen oder was? Oder? Nee, das ist noch gar nicht fertig gebaut. Habe ich nicht genug Rohstoffe oder was? Haben sie vielleicht mal kurz Pause gemacht? Wollen wir mal hoffen. Ah doch, da ist jetzt einer am Hammern, alles klar. 6 Bürger kamen nach Tropico. Ja, das ist schlecht, ich habe nicht so viele Häuser. Ja. Bibliothek, wo ist denn das wieder versteckt? Das sind hier die Luxusunterhaltung, oder? Nee, doch nicht. Forschung und Ausbildung. Da der mit dem komischen Magisterhütchen oder was das da ist. Ja, vergisst wo baut man sowas hin, ne? Man vergisst so viel, weil ich habe schon seit einem Jahr schon nicht mehr gespielt. Ich fand ja die Kampagne ganz nett, aber ich habe das auch in meinem Let's Play schon angesprochen. Es sind für mich, also wenn ich im Singleplayer bin, zu wenig Statistiken, finde ich. Irgendwie gibt's keinen Fall, Bibliothek, kann das sein? Wie bitte? Bei der Bibliothek gibt's keinen Fall, ne? Kann das sein? Ja, da gibt's keinen, genau. Das war bei mir genauso. Hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. So. Geld ist gut. Ich nehme Geld. Ja, das habe ich vorhin verpennt, Geld zu nehmen. Ah, schau zu, so heißt das. Jetzt ist meine Farm auch fertig geworden, das hat geklappt. Gut. Tja. Kann man das auch stacken? Ja, kann man auch, ne? Forschung und so. Wie bitte? Die Forschung kann man auch stacken, dass man, wenn man eine Forschung hat, die nächste noch dahinterher schieben kann. Genau. Und dann wollen wir noch ein paar Häuslebauer, damit endlich diese Wellblechhütten wegkommen, wenn es überhaupt welche sind, ne? Das schaut eher nach Breschbahn aus. Okay. Tja, jetzt sehe ich gerade, dass da mal so gerade eben eine ganz dicke, fette, rote Zahl ist. Ja, das habe ich bei mir auch. Das sieht ja gar nicht gut aus. Es läuft einfach nur nicht im Moment. Ah, jetzt kommt gerade ein Schiff, das ist ja schon mal positiv. Aber hat auch nicht so viel Lauf gebracht.
Oh doch, doch, jetzt hat's was geändert. Da kommt doch immer ein Fenster eigentlich, was das Schiff mitgebracht hat, oder? Oh, wie war denn das jetzt wieder? Ich glaube, wenn du auf das Schiff draufklickst. Ah ja, jetzt habe ich's. Genau. Dann steht einmal was exportiert. Ah, jetzt kommt auch das Fenster oben links, hat's gerade auch gemacht. Wahrscheinlich erst, wenn es leer ist oder sowas, dann das wird das angezeigt. Das kann sein, Volti. Okay, das ist gut, der Export läuft. Ja, bei mir noch nicht so. Was jetzt? Tja, was jetzt, fragt er. Genau so ist es. Momentan sieht es gerade nicht so gut aus. Ich habe immer noch zu wenig Kohle. Alles soweit gut eigentlich. Arbeiter sind, die da angezeigt werden, sind auch dann da, ne? Wie bitte? Die Arbeiter, die dann angezeigt werden im Bild, die sind auch da, ne? Dann ist das auch besetzt. Früher war das so ein grauer Kopf, dann ist er nicht da, ne? Dann sind nicht genug Arbeiter, ja, genau, da, ne? Und sobald du dann halt das richtige Gesicht siehst, dann ist dann Arbeiter auch vorhanden. Ja. Und es kann produziert werden oder gebaut werden oder was auch immer. Was war das denn? Ach so, ne? Eine Farm hier, aber... Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von zwei Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das... Okay, Farmverbesserung freigeschaltet. Er erzählt mir einen ganzen Roman dafür. Das hätte er auch ganz kurz sagen können, ne? Gut, okay. Ah, der Mais wächst auch. Ich habe eben gedacht, boah, gibt's doch gar nicht. Irgendwie kommt da nichts. Was ist mit der Maisfarm los? So. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich bin immer noch dick im Minus. Ja, dann hast du zu viel gebaut. Ja. Ich habe auch am Anfang Fehler gemacht, weil ich habe Mandatsverlängerung gemacht und habe nur das Geld genommen. Ja, ich glaube, man sollte erst das Geld nehmen. Das ist wichtig, ja, bei dem Spiel. Das, ich weiß nicht, soll ich da auf den Trichter kommen, das umgekehrt zu machen. Der Feldzug seiner Majestät verläuft schlecht. Mit ihren feschen Kills breiten sich die Schotten ungestört in Polen aus. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das dann gleich schon schaffe, diese Aufgaben, die da so schön sind, ne? Ich habe heute ein... Wo ist denn meine Wolle hier? Wie viel produzieren die denn? Wo sehe ich das denn? Ausgang, ne? Wolle, Ausgang. Das ist dann das, was er da anzeigt unter Wirtschaft, ne? Was man da produziert, oder? Moment, wo bist denn du? Auf einem Farmgebäude. Auf dem Farmgebäude, genau. Ja, Ausgang ist immer das, was... Was produziert ist, ne? Ja, ja, genau. Oder ist es das, was dort liegt? Ich weiß jetzt, wie war das jetzt? Ne, ich glaube, das ist das, was produziert ist. Mhm. Oder was im Ausgang liegt? Weil da gab es doch das Problem mit dem Transport. Wie war das wieder? Okay. Forschung haben wir auch schon wieder was geschafft. Meine Güte, das geht ja hier voran. Mhm. Okay. Ja, kommen die drei Sachen erstmal, dann haben wir wieder was am Laufen. Und ich würde mal sagen, Waldasar, was? Wir sind mit der Zeit schon fortgeschritten. Wollen wir eine Pause machen? Machen wir eine Pause, oder? Okay. Wir sind bei 15 Minuten gleich. Ja. Sonst... Ich habe schon mal auf Passieren gemacht. Gut, wunderbar. Gut. Ja, dann danke fürs Zuschauen, schaltet wieder ein, und wenn wir ja euch den zweiten Teil präsentieren. Ne? Alles klar, bis dann. Tschüss. Okay.